Was hast du zu ihr gesagt? Zu wem? Zu meiner Frau? Hm? Dass ich eine Sitzung in Bordeaux habe. In Bordeaux? Ja, mit Klienten. Und das glaubt sie dir? Weißt du, wen ich getroffen habe? Nein. Guillaume, du hast ihm erzählt, dass du krank bist. Du hast ihm gesagt, dass du den ganzen Tag im Bett bleiben würdest. Ich würde gerne wissen, mit wem. Paul, Liebling, natürlich bin ich bei meiner Tante in Chartres. Wie kannst du sagen, du vertraust mir nicht? Sehr gut, ich gebe sie dir. Das ist Paul, er möchte dir zum Namenstag gratulieren. Hallo? Hier ist Tantchen. Ja, ich glaube, dass ich neulich sogar mit ihm telefoniert habe. Mit wem? Dem Arsch? Ja, ich habe Alice am Handy angerufen. Sie hat mir eine ziemlich groteske Komödie vorgespielt und der Kerl, mit dem sie zusammen war, hat plötzlich angefangen, ihre Tante nachzuahmen. Aber sowas von erbärmlich. Manchmal sage ich mir, dass es viel einfacher wäre, wenn die ganze Welt sich die Wahrheit sagen würde. Um Gottes Willen, das wäre die reinste Katastrophe. Wenn die Leute einander plötzlich die Wahrheit sagen würden. Es gibt kein einziges Paar mehr auf der Welt. Die Wahrheit, das wäre quasi das Ende der Zivilisation.